Hallo und willkommen zu einem neuen Q&A-Video. Heute möchte ich gerne mal wieder auf eure Fragen bzw. Kommentare zu meinen letzten Videos eingehen. Da komme ich gleich zuerst zu einem Kommentar und ja, einer der zwei Fragen von Mrs. Sunshine. Hier möchte ich mich erstmal bei dir entschuldigen, denn ich hatte dir schon flüchtig geantwortet, schriftlich, und dir geschrieben, dass ich mich dazu noch kurz äußern würde, ebenfalls schriftlich. Ja, aber das habe ich irgendwie total verschwitzt. Mir ging es ja auch zu der Zeit nicht gerade sehr gut. Vielleicht lag es daran, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Ja, und deswegen möchte ich heute zuallererst zu dir kommen. Du fragst dich, warum meine Tochter nicht einfach mal mit dem Auto zu mir kommt und wir dann gemeinsam mit meiner schmutzigen Wäsche zu ihr fahren und ich dann bei ihr den Haushalt sauber mache und in der Zeit die Wäsche bei ihr laufen lasse. Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Denn meine Tochter wohnt jetzt nicht so weit weg von mir. Das sind ja knapp 2 Kilometer. Mit dem Auto sind das 5 Minuten. Aber meine Tochter arbeitet ja jetzt seit einigen Wochen wieder und sie arbeitet nicht in dem Ort, in dem sie wohnt, sondern ein Stückchen weiter weg. Also ich glaube, sie hatte mir gesagt, ein Weg dauert circa 40 Minuten. Ja, wenn du dir das mal ausrechnest, Hin- und Rückfahrt, ne, ist das schon über eine Stunde. Dann macht sie Frühschicht. Das heißt, sie steht, glaube ich, um 4 Uhr oder 4.30 Uhr morgens schon auf, kümmert sich dann erstmal um ihre Katzen, macht sich parat, frühstückt in Ruhe und fährt dann los. Und sie arbeitet auch nicht nur 8 Stunden, sondern 9 Stunden. Ja, und ich meine, nach so einem langen Tag, da habe ich dann schon Verständnis dafür, dass sie dann danach, weil danach fährt sie auch meistens noch ein bisschen was einkaufen erst, bevor sie zu Hause ist, und muss dann auch noch kochen, dass sie dann keine Lust mehr hat, noch zu mir zu kommen, wegen meiner Wäsche, selbst mit dem Auto. Das kann ich dann schon irgendwo nachvollziehen. Und wenn ich bei ihr die Wohnung sauber mache, dann mache ich das in der Zeit, in der sie arbeitet. Das ist echt besser, weil wenn sie nach Hause kommt, dann möchte sie dann ihre Ruhe haben und entweder die Zeit alleine oder mit ihrem Freund zusammen genießen, dann würde ich dann nur stören. Deswegen mache ich das während ihrer Abwesenheit und ich gehe ja sowieso noch alle 2 Wochen zu ihr, und wenn ich dann mit dem Fahrrad eine Maschine Wäsche mitnehme, dann ist das für mich okay, weil an so einem Tag fahre ich danach dann nicht noch einkaufen, weil dann wäre es schwierig mit der nassen Wäsche und dann noch einiges einzukaufen. Also das wäre dann mit dem Fahrrad nicht so optimal, aber da ich das, wie gesagt, nicht mache, ist das für mich so ganz okay. Kann ich gut mitleben. Ich könnte mir ja auch eine andere Waschmaschine kaufen, ne? Da kann meine Tochter ja nichts dafür, dass ich mich dagegen entschieden habe. Dann hattest du mir noch geschrieben, wegen der Zecken, soll ich die Zecken im Auge behalten und gegebenenfalls zum Arzt gehen? Dazu möchte ich dir sagen, als damals, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange es her ist, vor, ich glaube, mittlerweile circa 3 Jahren, bei mir Borreliose festgestellt wurde, war ich ja damals beim Arzt, also das habe ich ja aufgrund eines Zeckenbisses damals bekommen. Und ja, alles, was der Arzt mir gesagt hat, war Antibiotika. Was anderes fiel ihm dazu nicht ein, womit ich zwar gerechnet habe, aber ich hatte gehofft, dass er vielleicht noch irgendwie eine andere Idee hat, wie man das behandeln könnte. Dem war aber nicht so und ich halte absolut nichts mehr von Antibiotika.
wenn man jetzt nicht gerade todkrank ist und es wirklich gar keine andere Möglichkeit gibt und man das, was man hat, vielleicht auch mit pflanzlichen Mitteln oder natürlichen Mitteln behandeln kann. Und da ich zu dem Zeitpunkt bereits wusste, dass es andere Möglichkeiten gibt und diese viel sanfter sind für den Körper und auch für den ganzen Organismus und man teilweise damit sogar noch bessere Ergebnisse erzielt als mit Antibiotika. Ich habe mich da nämlich sehr viel drüber informiert vorher, habe ich für mich entschieden, dass ich ja wegen eines Zeckenbisses nicht mehr zum Arzt renne. Ja, und wie gesagt, deshalb auch kein Antibiotika zu mir nehmen möchte. Dann hoffe ich, dass deine Frage jetzt hiermit beantwortet ist. Mir hat aber noch eine andere Abonnentin Fragen zu Zecken gestellt, da komme ich gleich nachher auch noch dazu. Da wirst du dann noch mehr erfahren, okay? Dann komme ich jetzt zu einer Frage von Take It Easy. Sie fragt, wie gehe ich mit Sorgen meiner Kinder oder anderen Menschen, mit denen ich Kontakt habe, um? Also wenn es um Sorgen meiner Kinder geht, meine Kinder erzählen mir erstens gar nicht all ihre Sorgen, ist klar, da hätten sie viel zu tun. Sie sind ja auch alle schon erwachsen und kommen in den meisten Fällen selber mit ihren Sorgen klar. Wenn jedoch nicht, wenn sie mich mal darauf ansprechen oder mir ihre Sorgen erzählen oder wenn sie ein Problem haben, mich darauf ansprechen und fragen, ach Mama, was könnte ich denn da jetzt machen oder was würdest du denn jetzt tun, dann versuche ich natürlich ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen oder auch mal den einen oder anderen Tipp zu geben, was ich jetzt in der Angelegenheit tun würde. Ja, so mache ich das eigentlich und entweder nehmen sie es halt an oder probieren es aus oder halt nicht, dann kann ich ihnen auch nicht helfen. Ne? Ja, und bei anderen Menschen, wenn mir andere ihre Sorgen mitteilen, dann mache ich das eigentlich genauso, dass ich mir das anhöre und versuche eben mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und auch Tipps zu geben, ja. Dann kommen wir zur lieben Mona. Sie macht sich Sorgen, weil ich so sehr dünn geworden bin. Erstmal lieben Dank für deine Sorge, aber dafür gibt es absolut keinen Grund. Erstens war ich in jüngeren Jahren, bevor ich so sehr viel zugenommen hatte, immer so dünn. Ja, das war bei mir ganz normal. Ich habe einfach, denke ich mal, die Veranlagung dazu. Und zweitens, ja, das wirst du mir wahrscheinlich nicht glauben und ihr anderen Zuschauer auch nicht, habe ich vor einiger Zeit erfahren, dass wenn jemand schlank ist, dass das nicht unser Normalzustand ist. Ja? Das heißt auf Deutsch gesagt, dass selbst schlanke Menschen sogar noch zu viel auf den Rippen haben. Uns wird das nur so durch die Werbung und keine Ahnung was suggeriert, dass man so oder so aussehen muss, dass man so oder so an Gewicht haben muss. Ja, warum auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, selbst wenn man in den Augen der Industrie oder der Ärzte vielleicht ein bisschen zu wenig auf den Rippen hat, dann ist das trotzdem noch gesund. Und je schlanker man ist, je fitter ist man. Ob du es glaubst oder nicht. Es ist so. Ich kann das nicht so gut erklären, aber ich habe das auf jeden Fall, wie gesagt, erfahren und habe dazu auch mal ein Video geschaut. Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, wie das hieß. Aber ja, falls du mir das nicht glaubst, dann kannst du gerne mal bei Google oder einfach im Internet mal recherchieren und dann wirst du sehen, dass ich recht habe.
Bei mir war es nur in letzter Zeit so, dass ich mich selber ein bisschen zu dünn fand, aber nur deswegen, weil ich einmal morgens, als ich mir gerade das Nachthemd ausgezogen hatte und mir was Frisches anziehen wollte, genau vor meinem großen Spiegel stand, nackt in dem Moment, und ich dann erstmal gesehen habe, dass ich auf Deutsch gesagt gar keinen Arsch mehr habe. Sorry für den Ausdruck, aber ja, echt flach wie ein Bügeleisen, und dann hing das unten alles so, und das hat mir optisch einfach nicht mehr so gut gefallen. Ja, wenn ich auch nicht mehr auf der Suche nach einem Mann bin und oder ja, generell keinen Partner mehr um mich haben muss oder möchte, gefällt mir das optisch trotzdem nicht so gut. Ja, und hier oben hat man eben schon ein bisschen sehr die Knochen gesehen, das hatte mir optisch auch nicht so gut gefallen, aber das mit den Schultern hier, das hat mich eher gestört in den Videos, ja, also dass ich halt dann die Befürchtung hatte, wenn man mich so sehr schlank sieht und schon ein bisschen die Knochen hier oder auch hier sieht, dass die Zuschauer dann denken, ach Gott, die Frau hat Magersucht oder Bulimie oder sonst was, sie ist krank, sie kann niemals gesund sein, so kann man sich ja nicht wohlfühlen. Das war eigentlich der Hauptgrund, ja, warum ich dann ein bisschen gegengesteuert habe. Gut, ich war zwar auch nicht mehr ganz so fit wie vorher, aber das lag, denke ich, nur daran, dass ich zu wenig Kohlenhydrate und zu wenig Fett zu mir genommen hatte. Denn in den letzten Wochen esse ich mehr Kohlenhydrate und auch mehr Fett durch Avocados und oder durch mehr Avocados und mehr Nüsse und auch durch mehr Datteln. Und seitdem habe ich knapp 2,5 Kilo zugenommen. Aber ich finde, das sieht man nicht wirklich. Also ich habe immer noch die Knochen hier oben und ja, immer noch keinen Arsch in der Hose. Nochmal sorry. Ja, das ist so. Ne? Also es hat nicht wirklich viel gebracht, außer dass mein Bauch wieder so eine kleine Wölbung bekommen hat. Ja. Also viel nehme ich dadurch trotzdem nicht zu. Das liegt einfach an der zum größten Teil rohköstlichen Ernährung, denke ich, dass ich jetzt einfach so schlank bleibe und ich fühle mich wohl damit. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin seitdem fitter denn je und das ist ja das Wichtigste, oder nicht? Oder wie siehst du das? Ja? Und was andere denken, ja, was weiß ich, die ist zu dürre oder keine Ahnung was, das juckt mich auf Deutsch gesagt nicht. Sollen sie woanders hingucken, ja. Das denken auch oft nur Leute, die selber viel zu korpulent sind, weil sie mit ihrem eigenen Gewicht nicht zufrieden sind oder keine Ahnung was, ja. Also, ja, das muss jeder selber wissen und solange ich mich wohlfühle, finde ich es okay. Ne? Und ich fühle mich wohl damit. Ja, und dass ich manchmal nicht so fit bin oder war, lag auch oft daran, dass ich einfach zu wenig geschlafen hatte. Ich meine, das Problem kennt ihr ja mittlerweile von mir oder du, außer wenn du jetzt vielleicht ein neuer Zuschauer oder eine neue Zuschauerin bist. Ich habe einfach hin und wieder Schlafprobleme. Teilweise bin ich selber schuld, weil ich einfach zu spät ins Bett gehe und am nächsten Tag aber trotzdem früh aufstehe, da ich nicht so spät aufstehen möchte. Ja, manchmal hat es aber auch andere Gründe. Und dann ist es klar, dass ich dann am nächsten Tag gerädert bin und nicht so fit bin. Ne? Dann wäre keiner so richtig fit, wenn er nur 50 Stunden geschlafen hat. Ja, von daher liegt das aber nicht an meiner Ernährung und an dem sehr schlank sein. Ne? Jo, ich hoffe, ich habe das jetzt mal geklärt. Soweit wäre schön. Das füge ich jetzt noch eben hier mit ein. Mir ist nämlich noch was eingefallen, genau zum
extremen Schlanksein, so wie ich es ja in letzter Zeit bin, solange man all die Nährstoffe zu sich nimmt, die der Körper braucht für seine Gesundheit sozusagen, reicht das völlig aus. Also ja, ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Das ist genauso bei Menschen, die zum Beispiel sehr viel Grün zu sich nehmen, wie zum Beispiel die Silke Leopold, der ihren Kanal kennst du vielleicht auch. Die ernährt sich ja hauptsächlich nur noch aus Wildkräutern und Sprossen und ist auch sehr, sehr schlank und fühlt sich dabei aber pudelwohl und ist topfit. Ja? Wichtig ist einfach nur, dass man alle Mineralstoffe, Nährstoffe, Vitalstoffe, Vitamine, was auch immer der Körper braucht, zu sich nimmt. Und wenn man sich durch viele rohe Früchte ernährt, so wie ich das ja in letzter Zeit mache, ich habe jetzt auch mittlerweile meine Ernährung nochmal geändert, aber dazu komme ich dann in einem extra Video, allerdings nicht auf diesem Kanal, sondern auf meinem neuen zweiten Kanal, falls dich das interessiert. Dann ist man einfach sehr schlank. Das ist einfach so. Das wollte ich nur noch gesagt haben, ja. So, dann komme ich jetzt noch zu dem letzten Kommentar, und zwar ist der von der lieben Milka. Sie schreibt, oder besser gesagt, sie schrieb, dass wenn ich wieder mal eine neue Zecke an mir habe, ich die dann doch in ein Zeckenlabor bringen könnte und dort auch Borrelien etc. untersuchen lassen könnte. Klar könnte ich das machen, das finde ich auch einen guten Tipp, danke dafür. Aber so viele Zecken, wie ich in letzter Zeit hatte, ja, es waren wirklich unzählige, da könnte ich beim Arzt direkt bleiben und könnte gar nicht mehr nach Hause. Das ist mal das Erste. Und zweitens dann auch noch ohne Auto ist es auch schwierig. Ich wüsste auch gar nicht, wo es hier überhaupt ein Zeckenlabor gibt. Keine Ahnung, gut, da könnte ich mich natürlich informieren drüber. Sicher gibt es da vielleicht in Dortmund sowas. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht auch noch weiter weg. In Düsseldorf oder Bochum oder keine Ahnung wo. Und da komme ich ohne Auto schon mal gar nicht hin. Ich hatte ja, wie gesagt, schon mal Borreliose aufgrund eines Zeckenbisses. Damals wusste ich aber auch noch gar nichts über Naturheilmittel, dass es sowas gibt und so weiter. Und das wurde ja auch erst 2 Jahre später festgestellt. Und trotzdem, dass es erst 2 Jahre später festgestellt wurde, hat mir ja damals sehr, sehr gut das Hanföl, was ich mir im Internet bestellt hatte, und das Chlorella-Pulver geholfen. Denn ich hatte ja in den letzten 2 Jahren, nachdem ich Borreliose hatte und es aber noch nicht festgestellt wurde, ja immer starke Schmerzen in den Beinen, so brennende, leicht stechende Schmerzen. Und das Hanföl lindert sehr gut Schmerzen, das hat mir damals sehr gut dagegen geholfen und es heilt auch jede Menge Krankheiten. Es hat ja auch damals meiner erwachsenen Tochter sehr gut geholfen, die an epileptischen Anfällen leidet. Bei ihr wurden die Anfälle durch das Hanföl deutlich weniger und auch der Verlauf deutlich kürzer als bisher. Und Chlorella, das ist eine Alge, falls du das noch nicht gehört hast, die entgiftet den ganzen Körper, reinigt den Körper und holt sozusagen auch Krankheiten und Gifte aus dem Körper raus. Das habe ich damals auch reichlich zu mir genommen, auch Spirulina. Ja, und das alles zusammen hat mich von der Borreliose dann geheilt. Und seit ich das weiß, mache ich mir gar keine Sorgen mehr zwecks Zecken, weil man
wenn, sobald ich was merken würde, dass wieder irgend sowas im Anmarsch ist, würde ich mir die Sachen direkt wieder im Internet bestellen. Erstens das. Und zweitens, mir ist vor kurzem wieder eingefallen, dass Kokosöl, ja, also natives Kokosöl, sehr gut hilft gegen Zecken. Also das heißt, Zecken mögen den Geruch von Kokosöl überhaupt nicht. Und wenn man sich die freien Stellen im Sommer, wenn man jetzt viel im Grün unterwegs ist, wie zum Beispiel die Arme und die Beine und die Füße, mit Kokosöl einreibt, dann bekommt man erst gar keine Zecken oder vielleicht mal eine, aber jetzt nicht mehrere, so wie das bei mir bis jetzt der Fall war. Ja, und seit mir das wieder in den Kopf gekommen ist, creme ich mich auch jetzt immer, bevor ich ins Grüne gehe, mit Kokosöl ein. Und seitdem hatte ich bis jetzt nur eine Zecke nochmal. Ja, und ich war schon oft seitdem wieder draußen. Ja, und die habe ich aber auch sehr schnell bemerkt. Von daher alles gut. Dann habe ich auch noch anderweitig erfahren, dass es auch wohl mit der Psyche zusammenhängen soll, ob man Zecken bekommt am Körper oder nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube sogar auch, wie heißt er? Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, nur auf den Namen seines Kanals, also Raw Future. Das ist dir vielleicht ein Begriff. Er hatte ja auch mal Borreliose und er hatte, meine ich, damals erzählt, dass wenn man psychisch, also mental mit sich im Reinen ist, dann bekommt man eher keine Zecken und wenn man psychisch stark angeknackst ist, dann ist man empfänglicher, Zecken zu bekommen. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber jo. Ja, so viel jetzt noch zu dem Thema. Wenn du aufgrund dieses Videos oder der folgenden Videos wieder neue Fragen an mich hast, die vielleicht ausführlicher beantwortet werden müssen, dann stell sie mir gerne wieder unter diesen oder den nächsten Videos. Da freue ich mich drüber und so habe ich dann auch wieder neues Material für ein weiteres Q&A-Video. Dann danke ich dir fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Und hoffe, ich habe keine Frage von euch ausgelassen. Falls doch, dann bitte gebt mir ebenfalls ein Feedback. Ja, ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Video.